Herzlich willkommen YouTuber und willkommen zu einem neuen Warzone Tipps und Tricks mit Batze. Heute möchte ich euch ein paar Movement Spots und Movement Tricks in Warzone zeigen, die euch bestimmt das ein oder andere Mal das Leben retten oder ein paar Kills sichern werden. Lasst uns auch mal direkt reinhüpfen. Ihr habt zum Beispiel immer wieder auf der Map diese Gebäude hier, diese blauen, und könnt von diesen hier, ja, in der Regel auf das erste Stockwerk nur hier oder eben über die andere Treppe. Ich habe zum Beispiel schon mindestens, ja, zwei oder drei Leute geholt, die eben, wir haben hier gefightet, die sind hochgerannt und dann bin ich einfach hier auf die Werkbank, auf die Stränge und könnt von hier den Gegner oben abfangen, bevor er die Treppe hochläuft. Das ist super stark. Das könnt ihr an dem Fenster machen. Das könnt ihr aber auch an dem Fenster machen. Und an dem hier auch. Überall stehen eben diese Werkbänke und ihr könnt da hoch. Das zweite Gebäude, was ich euch zeigen möchte, sind diese China-Restaurants, die ihr überall auf dieser Map finden könnt. Und dort ist es so, ihr könnt ja in der Regel nur über die Treppe innen in das Gebäude. Aber es gibt immer wieder Tricks, wie ihr von der anderen Seite auf das Gebäude kommt. Und dafür müsst ihr auf den Pillar hier gehen. Also ihr geht auf die Mauer, springt darauf und dann macht ihr einfach Doppelsprint und Sprung und könnt an der Kante hier eben hochspringen. Also ihr geht auf die Mauer, geht auf den Pillar hier, macht dann Doppelsprint. So, jetzt. Genau. So einfach. Und dann könnt ihr die Gegner eben off-guard auf jeden Fall erwischen. Ihr habt immer wieder diese gelben Gebäude hier. Warte, ich zeig's euch nochmal von draußen. Diese hier. Und in der Regel kommt ihr, was das denn geht, hier auch nur. Es ist immer, also sozusagen das Treppenhaus teilt dieses Gebäude, links und rechts. So, und anstatt hier zum Angreifen, also die Taktik kann sowohl zum Angreifen als auch zum Verteidigen genutzt werden. Und ja, wenn ihr hier den Raum geklärt habt, könnt ihr normalerweise hier auf das Dach und dann von hier sozusagen durchs Fenster durch und direkt in den Fight starten. Das Ganze könnt ihr natürlich auch zum Verteidigen nutzen, wenn ihr dann wirklich wisst, da kommt jemand hoch. Hier wird euch kein Mensch erwarten. Dasselbe geht natürlich auch in die andere Richtung, dass ihr ungesehen eben eintreten könnt. Damit könnt ihr euch definitiv einen Vorteil verschaffen. Hat mir auch schon das ein oder andere Mal auf jeden Fall einen starken Vorteil im Gunfight gegeben. Das nächste, was vielleicht nicht alle von euch wussten, ist, ihr könnt bei diesen Bungalows hier, die gibt es auch, glaube ich, zwei oder dreimal. Ich bin der Meinung, dreimal. Ihr könnt unter diese Gebäude, die Dinger hier, die Gebäude kriechen. Und von hier könnt ihr in das Gebäude reinklettern. Das geht bei beiden Gebäuden und bei allen Gebäuden, die davon auf der Map sind. Ja, das ist zum Entkommen sehr stark. Das hat uns auch schon das ein oder andere Mal den Arsch gerettet, als wir vom Flughafen angegriffen wurden oder beziehungsweise vom Hangar da hinten. Und sind wir einfach hier hinten rausgekrabbelt und die haben uns echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hier in dem Gebäude am Flughafen ist es tatsächlich so, wie gesagt, das gibt es zwei oder drei Mal auf der Map. Und hier ist es so, dass ihr nur die zwei Leitern habt. Aber ihr könnt tatsächlich auch über diesen Pillar hier, auf den könnt ihr raufklettern. So, von dem aufs Vordach und hier. Und jetzt müsst ihr auf das Vordach springen. Ja, und von hier ein bisschen zurück, weil sonst knallt ihr mit dem Kopf dagegen. Und dann könnt ihr hier rauf und hier. Habt die Gegner. Scheiße. Als nächstes möchte ich euch gerne dieses Regal, was es auch immer wieder auf der Map zu finden gibt, geben. Dadurch könnt ihr auf diverse Dächer klettern und habt somit Highground und Überblick über vieles. Und das findet ihr, wie gesagt, bei den Hangern hier an jedem einzelnen, an jeder einzelnen Garage, als ob die Sachen einfach nur, sag mal, kopiert wären. Ja, zusätzlich möchte ich euch zeigen, wie ihr hier diesen Bungalow kommt, weil hier oft auch immer wieder Aufträge und so zu finden sind. Diesen Bungalow gibt es immer wieder auf der Map. Und auch hier ist es so, die Mauer, wie sie auf der Rückseite ist, habt ihr ja nicht immer. Aber ihr könnt zum Beispiel hier auf so ein Geländer gehen und dann könnt ihr über die Klimaanlage aufs Dach. So. So ist es genau dasselbe in grün, nur eben von der anderen Seite. Also so kommt ihr auf jeden Bungalow, den es gibt in Verdansk. Ich muss mich jetzt einmal vorab für den Krach hier im Superstore entschuldigen. Aber es ist ja leider immer so ein gut besuchtes Gebiet hier. Ich möchte euch erstmal einen OP-Spot hier am Eingang zeigen. Ihr könnt nämlich da oben hier auf diese Kisten rauf. Moment. Ihr könnt nicht klettern, deswegen müsst ihr sie leider auch immer genau treffen. Aber dann seid ihr hier oben
auf einem Spot, wo wirklich nie jemand hinguckt. Das wäre der eine Spot. Damit könnt ihr euch, wie gesagt, besonders wenn hier viel Trubel ist, euch immer einen Vorteil verschaffen. Zusätzlich habt ihr hier hinten einen Raum, dort oben, wo auch immer mal wieder welche campen. Und ihr könnt von dem Fenster auf diese Leiste hier springen. Kurz warten, damit sich euer Jump resettet. Und dann von hier oben springen und schon seid ihr im aktuellen Serverraum. Das bietet euch auf jeden Fall auch einen Vorteil. Jetzt haben wir hier gerade ein Problem. So, jetzt ist er weg. So wie ihr gerade gesehen habt, da oben sind auch immer wieder Gegner. Ihr könnt auf diesen Pillar hier und dem dann so ein bisschen zurück auf das Dach und auch hier rauf. Und schon seid ihr mit dem Gegner auf einer Höhe. Und umgeht ebenfalls die Treppen, die in der Regel abgeaimt werden. Der Vorteil hierbei oder bei solchen Moves ist einfach immer, die Gegner aimen immer nur die Seite ab, von der sie denken, ein Gegner könnte kommen. Ist ja auch logisch. Ich würde ja nicht hinten abaimen, wenn ich weiß, da ist eine Wand oder da kommt man eigentlich nicht hoch. Auch für euch ist es gut zu wissen. Auch für euch ist es sehr, sehr, sehr gut zu wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Auch auf dem Dach hier findet man im Late Game besonders immer wieder Gegner, weil das der höchste Spot ist. Die Leiter hört man. Gras hört man. Ins Gebäude hört man auch. Aber wenn die Gegner euch unter sich hören, werden sie niemals damit rechnen, dass ihr hochkommt. Also sie werden sich sicher sein, dass ihr es nicht hochschafft. Aber was die meisten nicht wissen, ihr könnt von diesem Fenster aus auf die Leiter springen und seid sofort oben, ohne dass die Gegner das überhaupt hören oder realisieren, dass sie da hochkommen. Jetzt als nächstes zeige ich euch noch einen kleinen Lifehack, der mir auch im Stream jetzt am Samstag, also vor 3 Tagen, sehr, sehr, sehr geholfen hat. Und zwar kennt jeder diese beiden, ich nenne sie immer gerne Zwillingstürme oder diese O-Türme. Und hier ist es so, die haben Treppenhäuser und wenn jemand oben ist, okay, ihr könnt zwar über den Seilzug oder über der Treppenhäuser, aber die Leute, die oben sind, haben immer den Vorteil, dass sie euch abaimen können oder hier Essen, Claymores, was auch immer ihr denkt euch aus, hinlegen könnt. Aber was die meisten nicht wissen, ihr könnt auf diese Kante und dann auf das Dach springen. Ich zum Beispiel im Stream, wie gesagt, auf twitch.tv/mimaster immer gerne vorbeischauen. Ich freue mich über jeden, der sich die Zeit nimmt und mit dabei ist. Wir versuchen auch regelmäßig Custom Games zu machen. Also kommt gerne vorbei. Jeder ist herzlich eingeladen. Da war auf jeden Fall dort einer bei der Platte und hat die Tür abgeaimt mit einer S-Mine und allem. Wir sind hier rauf, haben ihn getötet und sofort gelootet und konnten von hier einfach weiterlaufen und weitermachen. Also das ist ein super, super einfacher, aber super starker Move. Als nächstes möchte ich euch die Feuerwehr vorstellen, die es immer wieder gibt. Auch in der Feuerwehr gibt es immer wieder Leute, die campen. Und bei der Feuerwehr ist es so, da kommt man ja eigentlich nur, ja, über ein anderes Gebäude, kann man vielleicht aufs Dach springen, ja. Oder aber ansonsten kommt man wirklich tatsächlich nur über diese Treppe von drinnen rein. Und dort, alles klar, Bruder, chill mal. Aber hier ist es tatsächlich so, ihr könnt auf die Kisten und von der Kiste direkt... Aber es ist aber gut. Und von der Kiste direkt in das Gebäude. Und könnt die Gegner auch somit überraschen. Weil ich, beziehungsweise wenn ich mit Mage spiele und wirklich mal auch die Situation das ergibt, dass wir immer hier warten müssen, immer, man aimt immer nur diese Treppe ab. Nie auf die Rückseite. Deswegen, Leute, passt auf, kann immer wieder sein, dass Gegner aus dem Nichts kommen. Immer die Augen auf. Als letztes möchte ich euch gerne meinen Lieblingstipp zeigen und ich wette mit euch, den wussten die meisten nicht. Es ist nämlich so, dass des Öfteren auch mal die Zone hier oben endet. Und ich hatte auch schon mal ein paar Mal die Situation, dass ich dann hier unten etwas gefangen war. Ihr könnt zwar darüber laufen und dann von dort über den Seilzug nach oben, aber nicht immer ist Zeit, nicht immer gibt sich die Situation dafür. Deswegen zeige ich euch heute einen Trick, wie ihr auch von der rechten Seite nach oben auf den Damm gehen könnt. Ihr müsst auf das Gebäude und geht einfach hier diesen Weg entlang. Es sieht nämlich so aus, als könnte man nicht hier nicht weitergehen, aber wenn ihr vorsichtig rangeht und immer nach rechts drückt, dann könnt ihr daran vorbeigehen. So, und dann, wenn ihr daran vorbei seid, geht ihr wirklich nur den ganzen Weg hier lang. Auf der Schrägen könnt ihr laufen, das wissen wir alle. So, und dann geht ihr bis nach ganz oben. Ihr kommt zwar nicht nach ganz oben, weil da die Felsen sind, aber ihr geht bis zur letzten Ebene, nenne ich es jetzt mal, bis zum letzten Abteil. Springt von hier da drauf, läuft den Weg wieder zurück und könnt dann gleich hier links oben auf wieder in die Zone. Ihr könnt dann hier das ein oder andere Team eventuell noch abfangen oder eben direkt hier hoch zum Damm, um in die Zone zu kommen. Das ist eigentlich mein Lieblingstipp, der mir auch schon das ein oder andere Mal definitiv den Arsch gerettet hat. Besonders auch im Stream. Ja, Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschauen und fürs Einschalten und dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Tipps wieder
anzuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen und unterstützen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Euer Support ist mir wichtig, das wisst ihr. Und in diesem Sinne, tschüss.